Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine Frau und ihr Sohn wurden dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer auf der L39 in Richtung Dörpstedt unterwegs und wollte eine Fahrzeugkolonne überholen. Dabei prallte er mit einem Auto zusammen, das aus der Gegenrichtung kommend links in eine Feldstraße einbiegen wollte. Sowohl Motorradfahrer als auch der Sohn der Fahrerin wurden dabei eingeklemmt. Vorgefunden haben wir halt die klemmende Person, die durch Ersthelfer betreut wurden und versorgt wurden. Anschließend traf sofort ein RTW ein, der dann die weitere Versorgung übernahm und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen hat. Trotz der Reanimationsversuche von Notärzten und Rettungsdienst verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Nach Polizeiangaben trug er während der Fahrt keine Schutzkleidung. Die Autofahrerin und ihr Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sohn musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger angefordert. Die L39 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der anschließenden Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben Rettungswagen, Notärzten und einem Rettungshubschrauber waren auch die Feuerwehren Großreide und Kropp im Einsatz.